Mary-Kate und Ashley Olsen gehören zu den berühmtesten Zwillingen Hollywoods. Durch ihre Darstellung der Michelle Tanner in Full House wurden die beiden weltweit bekannt. Da sie eineiige Zwillinge sind, konnten sie die Rolle gemeinsam verkörpern. Aber das war nicht der einzige Erfolg, den Mary-Kate und Ashley zusammen feierten. Als Mary-Kate und Ashley 9 Monate alt waren, besuchte ihre Mutter mit ihnen ein Casting für die Fernsehserie Full House. Von 1987 an waren sie die Stars der Serie. Nachdem sie in Full House die Herzen der Zuschauer für sich gewannen, folgte 1992 der erste Spielfilm Kidnapping der Nervensägen. Dort traten sie erstmals gleichzeitig in 2 Rollen vor die Kamera. Weitere Streifen wie 1 und 1 macht 4 wurden ebenfalls zu echten Kassenschlagern und die Olsen Twins entwickelten sich auch abseits der Serie zu echten Filmstars. Nach dem Ende von Full House 1995 blieben sie dem Showgeschäft treu und drehten in ihrer Jugend unter anderem Filme wie Verliebt in Rom und Ein verrückter Tag in New York. Seit 2000 wurden unter der Marke Mary-Kate Ashley Merchandising-Produkte der beiden verkauft. Ihr heutiger Jahresumsatz wird auf fast 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im selben Jahr verabschiedete sich Ashley von der Filmindustrie und beide begannen ein Studium an der New York University. Bereits im Folgejahr brachen sie das allerdings ab. 2006 gründeten Mary-Kate und Ashley die hochpreisige Modemarke The Row, für die sie bisher mit mehreren Fashionpreisen ausgezeichnet wurden. Es folgten weitere Modelinien, die Einstellung des Verkaufes der Merchandising-Produkte und die Herausgabe einiger Bücher. Mary-Kate hatte ihren letzten Filmauftritt in Beastly 2011. Bis heute sieht man beide nicht mehr auf der Leinwand oder im TV. Sie konzentrieren sich auf ihre Arbeit als Modedesignerinnen. Laut US-amerikanischen Medien soll Ashley Olsen im Jahr 2023 einen Sohn zur Welt gebracht haben. Vater ist ihr Mann Louis Eisner.